Damit sind wir jetzt eigentlich im Thema, wo ich Sie einlade. Ich mache so einen kurzen Vorspann und dann würde ich sagen, beginnt dann der Workshop. Also letztendlich, wenn man so Psychologie, ich bin ja Studiendekanin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule, an der Fernhochschule, und da beschäftigen wir uns eigentlich in der Psychologie immer mit dem Erleben und Verhalten. Das heißt, das, was hier jetzt angesprochen wurde bei diesen Teilnehmern letzten Freitag und was wir alles so diese Woche gehört haben, das hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Nämlich damit zunächst einmal, wie die Leute das überhaupt wahrnehmen. Und die meisten nehmen das so wahr, wie, okay, niemand von uns hat irgendwie in irgendeiner Form, all die jetzt leben, eigentlich so eine Situation schon mal erlebt. Das ist für alle neu. Aber wir haben ja schon ein gewisses Leben und wir haben auch vielleicht mal Probleme gehabt und so und diese Probleme immer versucht zu lösen. Was glauben Sie denn, wie die Leute, sagen wir mal, vor Corona so ihre Probleme immer mal so gelöst haben? Problemlösekompetenz, was haben Sie gemacht? Was fällt einem da ein so? Vielleicht haben Sie die Perspektive gewechselt. Vielleicht haben Sie sich mit anderen Leuten unterhalten. Vielleicht haben Sie einen Plan gemacht und sich überlegt, okay, ich brauche eine andere Strategie. Das alles wäre sozusagen etwas, was man so, wie man halt so Probleme löst. Und jetzt haben wir Corona. Und was glauben Sie, wie die Leute das jetzt wahrnehmen? Richtung Problemlösung? Also jeder kann Ja, eigentlich ich reden. glaube, man ist so. Ja, man ist so. Hallo, Brigitte Gräusling hier. Ja. Man ist so zurückgeworfen auf sich selbst, finde ich, ne? Und man hat eigentlich keine Handhabe. So was Undefinierbares, dieses Virus. Also geht es mir? Nicht sichtbar. Alles andere kenne ich händeln, aber so ein Virus für mich nicht sichtbar. Ja. Haben die anderen noch andere Ideen? Was glauben Sie, wie die Leute das jetzt so sehen? Man fühlt sich irgendwie so ausgeliefert, dass man selbst eigentlich nicht wirklich was machen kann dagegen. Genau, also man ist eigentlich ohnmächtig. Und Ohnmacht hat ja sehr viel mit Stress Und zu es geht ja tun. auch nur in der Gemeinschaft und außerdem ist man jetzt auch ein bisschen fremdbestimmt eigentlich, weil ja die Maßnahmen von außen kommen. Ja, und das haben wir vorher Weil ich nie. ja es nicht alleine handeln kann. Ja, das haben wir vorher nie erlebt. Und wenn Sie sich jetzt so mit anderen unterhalten, was passiert da? Fällt Ihnen da was auf? Sie unterhalten sich per Telefon oder hier per Skype oder so. Sie werden ja sicherlich mal telefoniert haben mit Ihrem Umfeld oder auch mal vielleicht geskypt haben oder übers Handy oder WhatsApp-Gruppen oder so sich unterhalten haben. Und was fällt Ihnen da auf? Oder fällt Ihnen was auf? Sagen wir mal so. Also mir fallen nur Schuldzuweisungen auf. Das Okay. ist das, was mir auffällt. Zu langsam, zu schnell gehandelt. Also irgendwo ist es mir eher, die anderen müssten was tun als man selbst. Also das ist meine Wahrnehmung jetzt. Ne? Okay. Hat jemand anders noch eine Beobachtung? Es geht allen irgendwie gleich in dem Sinne, dass sie nicht wissen, was als nächstes jetzt kommt und wie sie damit umgehen können. Also alle haben sozusagen das gleiche Problem. Und alle sind ja auch von den Sanktionen, sagen wir mal, das, was von außen auf uns eintrifft, sind ja alle betroffen. Und trotz alledem zeigen die Leute eine Verhaltensweise, da gucken Sie mal drauf, das hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Das heißt, sie haben in ihrem Erfahrungswissen etwas, wie sie Probleme gelöst haben. Und das fügen die jetzt auch so an, nämlich die Schuldzuweisung, was bringt mir das? So gut wie gar nichts. Zur Problemlösung trägt es überhaupt nicht bei. Ganz im Gegenteil. Kontraproduktiv. Manche Leute versuchen so intellektuell irgendwie die Dinge zu erklären, wo man auch denkt, hallo, was erzählst du da jetzt eigentlich? Was versucht der Mensch da zu machen übers Denken?
Also wenn Sie da mal richtig einsteigen und sich mit den Leuten, Sie müssen ja nur aktiv zuhören, so mal hören, was erzählen die eigentlich? Manches davon ist eigentlich komplett irrational, was sie erzählen. Aber es sagt ihnen was, wie sie denken, Probleme lösen zu können. Und das haben die vorher auch so gemacht, das hat sich vorher so bestätigt. Ja? Von daher sind wir hier auf einer krass psychologischen Ebene. Die erzählen, weiß Gott wie was man jetzt tun muss oder Verhaltensmuster ja in Krisensituationen, die die Leute so drauf haben, die verstärken sich. Und deswegen kann ich die im Außen erkennen, wenn ich quasi den Leuten nur gut zuhöre. Dann denke ich, aha, so ist das Problem jetzt zu lösen mit Schuldzuweisung. Hallo? Wo ist denn der nächste Schritt? Den wir ja alle nicht kennen. Ja, ich will darauf nur aufmerksam machen, weil wir werden ja nachher damit auch etwas arbeiten. Ich versuche mal was zu erklären, ja. Also das Denken, was bringt mir das, sagen wir mal so und so und so? Das Einzige, was im Denken wirklich vorhanden sein sollte, warum gibt es diese Maßnahmen? Nämlich eigentlich, um unser Gesundheitssystem abzufedern. Das ist eigentlich der Hintergrund für diese Maßnahmen. Weil würden alle auf einmal erkrankt werden, würde alles kollabieren. Und deswegen sagt man, ja, 70% werden in Deutschland von diesem Virus erfasst werden. Von diesen 70%, 96% werden ihn glimpflich durchlaufen. 4% werden vielleicht daran sogar sterben. So denkt das Gesundheitsministerium. Und jetzt hat man ja gesehen, okay, wie handeln die Leute? Die denken, na, ich sehe das nicht, also gibt es da gar nichts. Und wenn da was wäre, dann sind die schuld, also berührt mich das ja gar nicht. Und das hat man beobachtet. Das hat was mit Denkprozessen zu tun. Und das hat man jetzt beobachtet in der Bevölkerung. Da war jetzt Bayern, ich weiß nicht, wo Sie zugeschaltet sind, aber da war jetzt Bayern, die erste Bundesland, was gesagt hat, so nicht, da machen wir jetzt Ausgangssperre. Okay? Und jetzt. Saarland, wir waren das Zweite. Ich habe es auch vorher gesagt. Ja. Und jetzt kommen ja die Emotionen ins Spiel. Also das Denken kann ich noch einigermaßen steuern. Ich kann mich informieren, wenn ich denn will. Ich kann mich, ja, ich kann mich ausrichten und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen die Emotionen rein. Ich meine, Schuldgefühle hat schon was mit Emotionen zu tun. Das Denken kann ich auch mal stoppen. Ich will nicht mehr daran denken. Ich mache jetzt meinen normalen Arbeitsalltag nur von zu Hause aus oder so. Das kann ich machen. Aber die Emotionen, die lassen sich ja so ohne weiteres gar nicht stoppen. Welche Emotionen? Wir haben eben schon die Ohnmacht gehört. Dann haben wir die Emotionen der Schuldzuweisung gehört. Welche anderen Emotionen, glauben Sie, sind jetzt vordergründig bei den Leuten so da? Angst vielleicht, weil die Leute eben Angst haben, dass sie die Krankheit bekommen. Gerade Leute, die schon Vorerkrankungen haben oder also halt einmal Risiko, Leute. Ja, genau. Also Angst steht ganz vorne im Vordergrund, ja. Und was macht die Angst mit einem Menschen? Sie Sie lähmt bewirkt das. oder aktiviert. Ja, sie lähmt. Sie kann eben sagen, ja, okay, jetzt kann ich ja nicht irgendwo attackieren, weil ich habe ja keine Lösung und die anderen haben auch keine Lösung. Also lähmt sie eigentlich zunächst einmal. Und die Emotionen, die sind immer so bilateral aufgesetzt. Das heißt, jede Emotion hat einen Gegenspieler. Welchen Gegenspieler hat die Angst? Wissen Sie das? Haben Sie eine Idee? Weil der Also Emotion. ich würde so sagen, auch so ein bisschen die Wut, ne? Ja, die Wut kann ich nutzen. Also die Wut hat ja sehr viel Energie. Also kann ich die Energie der Wut nutzen. Und letztendlich, um die Angst zu überwinden, brauche ich Mut. Also ich brauche den Mut zu sagen, okay, ich habe Angst, aber ich bin auch bereit, sozusagen Neues dazuzulernen. Ich bin bereit, mich anders einzulassen, mich vielleicht auch mit anderen Leuten ganz anders zusammenzutun. Und das braucht Mut, weil wenn die Angst mich so lebt, dass ich lähmt, dass ich nur noch die Decke über den Kopf ziehe, das ist sicherlich nicht die richtige Strategie. Kann natürlich mal vorkommen, ja, klar kann das vorkommen. Aber das wäre nicht die richtige Strategie. Okay, also das Denken kann ich steuern, kognitiv steuern. Ich kann
mich informieren über Daten, Zahlen, Fakten. Ich kann mich über Abläufe informieren und so weiter und so fort. Und was uns eigentlich die Schwierigkeiten macht und was auch die Schwierigkeiten sind innerhalb der Gesellschaft, sind eigentlich diese emotionale Bewertung, die Emotionen zu kanalisieren. Also sagen wir mal, die Emotionen so zu drehen, dass Mut im Vordergrund steht, dass gegebenenfalls alle Ressourcen, also wenn ich von der Ohnmacht spreche, dass der Gegenpol ist eigentlich die Nutzung von Ressourcen. Eine Ressource ist ja soziale Unterstützung zum Beispiel, dass man diese Ressourcen dann auch wirklich nutzt. Das heißt, ich habe die Gegenspieler, also die Gegenspieler bei den Emotionen, weil Emotionen natürlich nicht so in Reinform vorkommen, sondern die sind immer ein bisschen gemischt, in gemischter Form. Von daher ist es für uns manchmal schwierig, die Reinform der Emotionen zu erkennen. Dazu kann man sich aber bemühen oder dahin kann man sich bemühen. Und dann zu gucken, okay, wenn die Emotion negativ ist, zu gucken, was ist denn mein Gegenspieler? Also wie sieht das positiv aus? Und dann kann ich mir überlegen, will ich das drehen? Okay? Also so läuft das mit den Emotionen auf der Erlebensebene in der Regel bei den Menschen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge, sag mal, Motive. Wie kommt der Mensch vom Denken ins Handeln? Das schaue ich mir auch an. Also diese Motive, das sind dann durch Anreize, wie zum Beispiel Anerkennung und Wertschätzung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie die Rede von Frau Merkel gehört haben diese Woche. Welche Berufsgruppen haben auf einmal Anerkennung und Ja. Wertschätzung bekommen, die vorher nie erwähnt werden? Oder Ja, wurden? das System am Pfleger. Laufen halten. Ja, klar. Ja, denken Sie mal an die Dame, die oder der Herr, der bei uns in den Lebensmittelmärkten an den Kassen sitzen. Dass die von unserer höchsten Dame hier gewertschätzt wurden und alle anderen natürlich, also der medizinische Bereich, der ganze Sicherheitsbereich und so weiter und so fort. Und das macht auch mit den anderen, die das hören, etwas mit Anerkennung und Wertschätzung. Da gehen wir nachher drauf ein. Dann natürlich die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Kennen Sie die Pakete, die diese Woche geliefert worden sind? Was wirtschaftliche Unabhängigkeit anbelangt? Was hat die Regierung alles gemacht? Was war Ich habe das? gerade ein paar Aussetzer hier vom Okay. Ton. Also was hat die Regierung alles gemacht, also sagen wir mal, um die Leute in einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu halten, also in der Selbstbestimmung zu behalten? Also ihre kompletten Unterstützungsangebote, ne? Ja. Ihre monetären Unterstützungsangebote. Ganz genau. Und die haben sie ja auch Einiges, ne? vom Administrativen komplett weggenommen. Also sagen wir mal, der administrative Aufwand ist relativ gering. Also gibt es da momentan auch ziemlich viel. Und erstaunt Sie das nicht? Selber? Ja, es gibt eine gewisse Sicherheit eigentlich, Ja, ne? genau. Und damit wären wir nämlich schon bei dem nächsten Motiv. Für die Masse, sage Ja, ich für die mal. Masse. Was ist denn als erstes kommuniziert worden innerhalb von Deutschland? Das hat sehr was mit Sicherheit der Bevölkerung zu tun. Was ist als allererstes kommuniziert worden? Können Sie sich noch erinnern? Was ist als erstes? Bevor man den ganzen Umbau und die Sanktionen, die ja auch häppchenweiterweise eingeführt wurden, was hat die Regierung als Ja, das allererstes war ja der kommuniziert? Freiheitsentzug eigentlich, ne? Ja, aber Die Grundrechte irgendwie. bevor der Freiheitsentzug kam, was haben die denn gemacht? Worin haben die Sicherheit? Das proklamieren die bis zum heutigen Tag, aber worin haben die als erstes erstmal ganz klare Ansage gemacht? Dass die Versorgung der Bevölkerung Genau, dass die nicht, Läden bitte? offen bleiben. Dass Die die Läden offen Gewährleistet bleiben und sie also in die Supermärkte können und Essen kaufen können. Genau. Ja, also dass die Versorgung mit Lebensmitteln sozusagen sichergestellt ist. Das war ja über ganz viele Kanäle und das ist total wichtig. Wichtig, denn dann kann ich erst die Eingrenzung oder so diese Eingrenzung aufsetzen. Sonst würde ich das nicht machen können. Also vom menschlichen Erleben her geht das nicht.
Ja? Und natürlich die Zugehörigkeit einer für alle, alle für einen, ist ja auch ganz groß proklamiert worden. Und ich glaube, die Zugehörigkeit jetzt, dass wir unser Zutun dazu einfach nur da die Regeln beachten, das ist, schafft jetzt eine riesengroße Identifikationsmasse. Ja, wir sind alle im gleichen Boot. Selbstbestimmung, ja, Selbstbestimmung, ich kann Es ist mich. fast wie beim Sommermärchen, nur halt eben hier auf Corona. Ja, ganz genau. Und die Selbstbestimmung ist letztendlich meines Erachtens, ja, wir können jetzt uns nicht frei bewegen und so weiter und so fort, da ist sie eingeschränkt. Aber im Endeffekt, für diejenigen, die sagen, ja, das ist ja notwendig, wie werden die jetzt aktiv? Ja, dieses Einheitsgefühl wird geschaffen, genau. Ja, die Frage, ob die Maßnahmen verhältnismäßig sind, die trifft, die wird halt an vielen Stellen aufgeworfen. Da könnte man auch jetzt diskutieren, aber sie sind jetzt da und sie sind ja auch befristet da. Ich finde auch das wichtig, dass sie erstmal befristet da sind, dass man nicht sagt, ja, bis wir haben keine Ahnung wann, sondern man hat das jetzt mal auf 14 Tage hier befristet. Im Saarland glaube ich auch auf 14 Tage, oder? Ja, von daher passiert da ganz, ganz viel jetzt auf der Lebensebene. Okay. Bei mir ist alles voll Power. Keine Ahnung. Also es ist eigentlich ganz, ganz viel auf der Erlebensebene momentan los, was bei den Menschen so stattfindet. Und wenn ich das mitbekommen will, was bei den Einzelnen stattfindet, dann gehe ich in Kontakt, stelle aber ganz viele Fragen. Also wenn ich wissen will, wie die Leute darüber denken. Also ich gebe keine Antworten, ich gebe nicht mein eigenes Preis, so kann ich ja hier und da auch mal machen, aber letztendlich müssten sie, um da dran zu kommen, ganz viel Fragen stellen, weil das Erleben ist natürlich für das Verhalten relevant. Ja, und welche Verhalten, ich habe zwar hier die Verhaltensfolie auch, aber ich würde jetzt hier, gut, man sagt immer, Verhalten ist stets situativ und im Psychologischen und das ist abhängig vom Wollen, Können und Dürfen und Sollen. Und natürlich will man einiges, aber man schafft es nicht. Welche Werte sind jetzt eigentlich gefragt? Haben Sie die Idee? Ich meine, Nachhaltigkeit haben wir nicht aufgelöst, aber welcher Wert ist jetzt momentan sehr dominant, der hier eigentlich gefragt ist, innerhalb der gesamten Gesellschaft? Dass man aufeinander achtet, also ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber dass jeder sich um den anderen, an die anderen auch eben denkt, Also dadurch, dass man eben nicht rausgeht und so. Solidarität, also mit anderen Hilfe anbietet, wenn das möglich ist. Das ist sicherlich ein ganz großer Wert. Und welchen haben wir denn noch? Was wird von allen abverlangt? Eigentlich eine gewisse, dass man sich zurücknehmen kann, also eine gewisse Begrenzung als positiv auch akzeptiert, also sich auf sich selber zurückzubesinnen, eine gewisse Form von Bescheidenheit. Dieser Wert war ja lang nicht so da, sondern wir haben bis jetzt immer so gelebt auf dem Level, was alles möglich ist, und jetzt leben wir eigentlich auf dem Level, was notwendig ist. Das ist ein krasser Paradigmenwechsel auf der Werteebene. Kommen Sie mit, was ich meine? Ja. 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 Und gut, das persönliche Können, wenn man die anderen Vorträge und den Einleitungsvortrag von heute gehört hat, also sieht man, dass das persönliche Können eine komplett neue Ausrichtung erfährt. Können sind Fähigkeiten und Fertigkeiten. Fertigkeiten meinen wir da so berufliche Sozialisation damit, aber auch Ausbildungssozialisation. Fähigkeiten wäre so eher mein Temperament, meine Physiognomie, so was ich an genetischer Ausstattung mitbringe, aber die Fertigkeiten, da können Sie sicher drauf gehen, die werden sich komplett verändern. Ja, da gibt es ja heute Nachmittag hier ganz viele tolle Anregungen
Und davon können wir ausgehen. Das heißt, mit unserem persönlichen Können, wie bisher, bis letzten Freitag. Ich kann zwar in Zukunft noch was einbauen, aber letztendlich kann ich darauf nicht wirklich aufbauen. Da wird ganz viel sich verändern. Dann die Normen und Regelungen, die spüren wir jetzt gerade. Wir spüren gerade den Staat, wo wir ihn so lange eigentlich nicht gespürt haben. Spüren wir, hey, es gibt jetzt hier sozusagen ein jemand, der uns auf der einen Seite alle voreinander schützt, der diese Ansagen macht, und jemand, der uns auch versucht aufzufangen, jemand, der versucht sozusagen ja das Ganze sozusagen zu steuern zunächst einmal, ohne zu wissen, wie der Ausgang sein wird, weil die Ereignisse waren ja hoppla hopp. Und hinten raus wird es ja wahrscheinlich sehr agil und flexibel notwendig sein, um diese Probleme zu lösen. Und momentan haben wir sehr viel hemmende äußere Umstände in Kontaktaufnahme und Weiterlebens unseres eigentlichen Lebens. Und das bringt uns ja zum Nachdenken. Also wir können momentan das Verhalten, was wir sonst immer zeigen, können wir nicht zeigen. Außer wir gehen ins Netz. Da ist das möglich. Das Netz spielt mit. Ich bin mir sicher. Ja? Ja. Netz spielt sehr große Rolle. Ja. Ja, das sagen wir mal, der Herr Höpfner schreibt jetzt hier rein. Ist das nicht schon eine Grenze zur Di Diktatur, wenn nur wenige bestimmen? Ich sage mal Folgendes. Da gehen wir schon in das Thema Führung rein. Im Katastrophenfall, der ist ja in Bayern ausgerufen, also im Katastrophenfall, nehmen wir mal so einen Feuerwehreinsatz, das ist auch eine Katastrophengeschichte. Normalerweise hier in einem demokratischen Land würde man immer sagen, ja, okay, es gibt eine Aufgabenorientierung, es gibt sozusagen eine menschliche, zwischenmenschliche Orientierung und es gibt eine Mitwirkungsorientierung. Okay. Und je nach Ausmaß von diesen drei Achsen könnte ich jetzt sagen, okay, treffe ich eine Entscheidung oder ich führe die Leute. Im Katastrophenfall habe ich nur die Aufgabenorientierung. Diese zwischenmenschliche Orientierung oder die Mitwirkungsorientierung fällt weg. Ich gebe das mal am Beispiel eines Feuerwehreinsatzes ein. Also da wird krass autoritär geführt. Oder wenn wir einen THW-Einsatz nehmen, Technisches Hilfswerk. Ich kann nicht meine Mitarbeiter, die das Feuer mitlöschen, also die anderen Feuerwehrleute, kann ich nicht fragen, wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Bisschen heiß, oder? Das ist nicht möglich. Und ich könnte auch nicht sagen, hat vielleicht jetzt gerade hier im Brandfall jemand noch eine Idee, wie wir den Brand besser löschen können? Geht auch nicht. Das heißt, immer dann, wenn Katastrophen sind, ich würde das nicht Diktatur nennen, aber ich würde es schon einen autoritären Führungsstil nennen, der aus der Situation heraus gerechtfertigt ist. Das ist ja an die Situation gekoppelt, das ist ja nicht losgelöst, das ist ja nicht der Führungsstil, den wir im letzten Herbst kannten. Da wäre er vielleicht, ja, sagen wir mal, sehr unangebracht gewesen. Aber jetzt in der Situation, wenn wir auch viele Leute mitziehen in unserer Gesellschaft, ich habe es hier live, bin jetzt vom Ammersee zugeschaltet, hier live um den Ammersee auch erlebt, dass Leute einfach gar nicht kapieren, worum es eigentlich geht. Im Internet konnte man das auch lesen, dass die nicht kapiert haben, worum es eigentlich geht. Und von daher sage ich mal, sind wir jetzt momentan in so einer, ja, Katastrophe und da geht nichts anderes als autoritär zu führen. Ich weiß nicht, Herr Höpfner, ist da war das für Sie die Erläuterung, sagen wir mal, deutlich oder, weil die Frage kam ja von Ihnen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass jetzt hier jemand wirklich das Zepter in die Hand nimmt. Das heißt ja nicht im Hintergrund, dass da auch viele, viele andere sind. Ich meine, die Einzelnen, die wir jetzt gesehen haben, die Entscheidung getroffen haben. Es gab mal von Obama so einen ganz tollen Satz, What is a president? Das Gefüge, was
sagen wir mal, im nachgeordneten Bereich von Frau Merkel arbeitet oder überhaupt in der Bundesregierung, das sind so krass hochkarätig ausgebildete Leute, die hier beratend, und das wird schon abgewogen, ob man diese Entscheidung so trifft oder nicht so trifft. Davon könnte sie ausgehen. Also da bin ich wirklich immer sehr baff erstaunt, womit sich die Leute auch im Einzelnen beschäftigen. Okay, da müsste man dann gucken. Genau, da müsste man dann gucken, ob das wirklich der Fall ist. So, jetzt näher. Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen zu meinen Ausführungen bis jetzt? Also es geht eigentlich um Erleben und Verhalten von Menschen in Krisensituationen. Okay, und jetzt habe ich glaube, wir bleiben in diesem Veranstaltungsgefüge. Ich habe jetzt noch eine Folie, die kommt natürlich, sagen wir mal, aus der Psychologie noch vor Corona. Aber ich wollte Ihnen dann das Beispiel nur da dran, weil das eigentlich, okay, machen wir erstmal noch, was gibt es so für Formen in der Psychologie? Wir werden jetzt hier in der Risikopsychologie, es gibt die medizinische Umwelt, Finanzpsychologie, all das greift jetzt. Und dann haben wir natürlich auch Arbeitspsychologie oder Personal, Organisationspsychologie, Markt, Werbe- und Medienpsychologie. Ich habe die anderen jetzt mal ein bisschen anders gezeichnet. Wir würden uns jetzt hier oben eher tummeln als hier unten. Und ich nehme aber trotzdem eine Methode aus der Markt- und Werbepsychologie und die heißt semantisches Netzwerk. Hier mal an einer vielleicht für liebe Leute auch gute Wiedererkennungswerte der Milka-Schokolade. Und dieses semantische Netzwerk kann man jetzt auch auf andere Themen übertragen. Und Sie haben jetzt diese Aufgabe, ein semantisches Netzwerk genau, Sie haben jetzt die Möglichkeit, also sich untereinander zu unterhalten. Haben Sie zu dem semantischen Netzwerk noch eine Frage? Weil das wird jetzt die Aufgabe werden. Und Sie dürfen so eins zum Thema Corona mal entwickeln. Okay? Und dann bauen wir darauf weiter auf. Also da sind Sie alle gefragt. Ich gehe jetzt hier ein bisschen weiter. Sie können sich untereinander unterhalten. Das wollte ich aber nicht. Jetzt mit dem Whiteboard. Gut, dann machen wir eins auf. Das semantische Netzwerk ist sozusagen wie so wie eine Mindmap, oder? Ja, man könnte es so Mindmap nennen, wenn das für Sie leichter ist. Es ist noch mal anderes. Also letztendlich geht es darum, alles, was Ihnen dazu einfällt, unter ungefiltert und das in Verbindung zu setzen. Weil zum Beispiel, was hier zum Beispiel Romantik oder Muttertag oder Liebe oder Kakao oder Weihnachten, Ostern, Martin Schmidt, Franziska von Almsick und so, das Sie haben jetzt wirklich Zeit, darüber nachzudenken, alles, was Ihnen zu Corona einfällt. Ich meine, wir haben das jetzt ein bisschen angefüttert in der Diskussion, was Ihnen dazu einfällt. Und da könnte der Herr Höpfner jetzt auch ruhig aus seine Perspektive auch reingeben, dass er sagt, ja, diktatorische Anweisungen oder so etwas. Und Sie haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ich mache erstmal das Zeichnen für Sie frei. Und Sie haben hier die Möglichkeit, so Rechtecke zu bilden und hier haben Sie die Möglichkeit zu schreiben. Sie können aber auch Linien ziehen. Wenn Sie das aufmachen, sehen Sie hier die verschiedenen Linien. Sehen Sie das? Sie können auch mit Farben malen und so weiter und so fort. Und wenn man ganz oben auf das Ding drauf geht, dann kann man das auch wieder wegmachen. Wollen Sie mal selber probieren, jeder, ob er was schreiben kann, dann kann man es ja nochmal wegmachen und das sollten Sie jetzt mal gemeinsam entwickeln. Ich interveniere eigentlich nicht, eigentlich sollte ich außen vor bleiben, aber da wir 5 Teilnehmer haben, passt das ganz gut, dass es eine Gruppe ist. Probieren Sie mal, ob Sie schreiben können. Ist eigentlich so eingestellt, ja.
Sie müssten auch untereinander sprechen können. Es geht jetzt wirklich so, bis dass Ihnen nichts mehr Können Sie einfällt. aufkommen, mal wiederholen? Ich hatte überhaupt kein Netz. Ach so, ja, wir machen jetzt gerade ein semantisches Netzwerk zum Thema Corona. Alles, was Ihnen dazu einfällt, auf dieses Whiteboard mal zu schreiben. Jeder hat die Möglichkeit, hier reinzuschreiben Corona. zu Corona. Und semantisches Netzwerk ist alles, was einem dazu einfällt. Das kann sowohl im Positiven wie im Negativen sein. Das kann sachlich informativ sein. Das kann, ja, alles, was Ihnen einfällt. Also wie so eine Art Mindmap eigentlich zu machen. Aber Sie können ja erstmal die Begrifflichkeiten reinschreiben und dann kann man vielleicht die Begrifflichkeiten auch noch miteinander in Verbindung setzen. Sie können sich auch untereinander unterhalten, also das müsste eigentlich gehen. Aber vielleicht machen Sie es erstmal so, dass jeder erstmal reinschreibt, was er so denkt und dann Also können wenn Sie wir eine das ja. Mindmap machen, was für Überbegriffe haben wir? Hat jemand Vorschläge? Einfach so. Okay. Jetzt geht es eigentlich eher um eine Sammlung. Ich könnte ja dann für ein Mindmap nochmal ein zweites aufmachen, wenn Sie wollen. Man kann das ja durchklinken. Ich glaube, jetzt gerade gibt es erstmal so Brainstorming und alles Mögliche, was Ihnen dazu einfällt. Also auf der Lebensverhaltensebene von Menschen, was Sie wahrnehmen. Jetzt haben wir hier einer, die haben das überschrieben. Zieh's mal ein bisschen runter. Ja, genau. Das kann schon mal passieren. Also die einzelnen Begriffe, die Sie jetzt hier lesen, die können Sie, kann dann auch jemand anders wieder weiterspinnen. Oder Sie können auch in die Gruppe geben und dann nochmal nachfragen, was damit gemeint war. Also wenn wir dieses Thema Erstarrung nehmen, das hat ja dann auch schon viel mit Angst zu tun. Das haben wir auch zweimal da stehen, ne? Glaube ich. Ja, dann nehmen wir einmal Angst raus, das kann ich machen. Ja, dass wir dann vielleicht auch mal clustern, irgendwie was zusammengehört. Ja, ich würde einfach noch weiter suchen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kommt noch mehr.
Also das war jetzt der erste Wurf des Nachdenkens und jetzt kommt der zweite Wurf des Nachdenkens. Da ist doch viel, viel mehr in Ihren Köpfen. Also Sie sollen eigentlich das, was Sie im Kopf haben, hier nach außen bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was wir noch gar nicht so drin haben, wir haben jetzt sehr viel problemorientierte Sachen. Hier steht einmal Chance, vielleicht, dass man Herausforderungen, kann man auch positiv sehen, vielleicht, dass man auch nochmal so überlegt, okay, was sind denn jetzt so Dinge, die auch mit Corona einhergehen, die vielleicht auch gar nicht mal so schlecht sind. Sie auch in diese Richtung denken. Also ich habe ja oben auch geschrieben, die neue wirtschaftliche Ausrichtung, vielleicht da mal auch mehr in die ökologische Geschichte reingucken. Was kann man jetzt anders machen eigentlich in Zukunft? Genau, also Was aus Neues entstehen kann aus dieser Situation, ne? ja, Ökologie, also wird ja ganz neu definiert oder zum Beispiel Umweltschutz auf einmal, weil was merken wir denn? Da gibt es ja sogar schon Karten davon im Internet. Was merken wir momentan? Wir merken ja auch heute, wie klar der Himmel ist und wie sauber die Luft, ne? Ja, Also ganz genau. auch die Reduktion in den Kanälen von Venedig, die Fische, alles was zurückkommt, also was das jetzt auch für Auswirkungen hat, ne? Ja, dass Sie das vielleicht auch noch hier Ich finde das reinbringen, hochspannend. weil, mir geht es halt wirklich darum, das würde man, sagen wir mal, psychologisch auch durchaus als Methode einsetzen, dass man sagt, okay, bringt mal alles nach außen, was irgendwie in eurem Kopf ist, was dieser Begriff eigentlich bei euch auslöst. Hatten Sie einen Begriff genannt, Ja, nicht, dass ich da am Corona. Thema jetzt vorbeigehe? Corona. Das war der Begriff. Ah, okay. Das ist jetzt mittlerweile ein Markennamen, kann man schon sagen. Schon alle gelernt. Ja. Bei uns heißt eine Kneipe so. Es gibt auch eine Biersorte, die so heißt. Corona. Ja. Einzige, die nicht geschlossen war. Hilft ihr auch nicht. Also es geht hier auch um internationalen Zusammenhalt. Ja, genau. Kommt schon noch was. Über die Grenzen dann auch, also die Grenzen. Ja, vielleicht kriegt auch das trotz internationalem Zusammenhalt das Thema Globalisierung eine ganz neue Ausrichtung. Ja, klar. Also eher so rückführend, was ist regional und lokal eigentlich möglich? Was sollte man hier im Land behalten? Also die ganzen grundsätzlichen Dinge, also wie medizinische Schutzausrüstung, also Ja, die jetzt ganze. sind Sie im Gespräch drin. Jetzt sind Sie im Gespräch drin. Und jetzt dürfen Sie das, was Sie alles erzählen, da noch eintragen. Das war jetzt Ja, Brigitte, okay. ne? Also die anderen, Ich Frau bin Lucy freuen. Lindwall, Frau Nehm, Frau Alexandra und Herr Sven Höfner, Sie dürfen auch sich durchaus mündlich äußern. Und dann gucken wir, was wir noch hinzufügen. Gucken wir, ob das schon da ist oder ob wir es noch hinzufügen. Was geht Ihnen im Kopf herum? Sie dürfen es auch durchaus sagen. Also, wir haben jetzt mit Schreiben mal angefangen, um das einfach mal deutlich zu machen. Was ist denn da alles so im Kopf? Ich denke, dass durch Corona viele vielleicht auch ihren Umgang mit anderen Personen nochmal überdenken oder gerade mit der Familie, dass sie dadurch
mehr daran denken, dass sie Familienmitglieder öfter besuchen und weil das oft, glaube ich, bei vielen zu kurz kommt im Alltag. Genau. Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Wertschätzung der Helden des Alltags im Moment natürlich auch erhalten bleibt und sich irgendwo auch auszeichnet in Form von Gehaltserhöhungen oder Anpassung von Löhnen. Grundsätzlich mal eine Wertschätzung in der Gesellschaft. Das wäre Ja. ja dann monetäre Wertschätzung, ne? Wenn wir jetzt sagen, Wertschätzung, ja, die sind für uns alle ganz wichtig und wir sind auch von denen abhängig. Wir haben das vorher mal also als Gewohnheit gesehen und von daher ist uns das gar nicht so aufgefallen. Ja, die sitzen ja da in der Kasse, sind wir immer vorbei und so. Aber jetzt in Krisenzeiten merken wir natürlich, wie sehr wir auch auf diese Leute angewiesen sind, ja, die vorher vielleicht als gegeben, als Gewohnheit aufgetaucht sind. Das wäre auch noch hier so Gewohnheiten brechen auf. Aber auch noch nicht. Und Ja? vielleicht kommt auch ein Umdenken gerade bei Pflegern in Krankenhäusern, weil die ja sehr schlecht bezahlt sind, also Krankenschwestern zum Beispiel. Und ohne die geht ja gar nichts. Und die sind ja auch eher sehr schlecht bezahlt. Ja. Die viele Arbeit, die sie leisten. Wir werden, was momentan auch der Fall ist, wir mobilisieren Reserven. Das heißt, viele, die eine Krankenschwesterausbildung haben, aber da gar nicht drin arbeiten, die werden jetzt alle angeschrieben, sodass sie als mobile Reserve quasi im Hintergrund sich bereithalten müssen. Das haben wir hier auch noch nicht. Aber ich habe jemanden unterbrochen. Entschuldigung. Also ich finde, dass im Moment so ein Gefühl auch da ist, wie in welchem tollen Land wir leben. Ne? Also da ist ja ganz schön was gekippt. Ne? Da ist eine ganz andere Akzeptanz da, weil ja doch vieles unheimlich gut funktioniert, ist eine ganz andere Akzeptanz da. Also das merke ich so in meinem Umfeld. Also wieder wertschätzen, wo man überhaupt lebt in dem System, ne? Und was das unterscheidet von anderen Ländern, das finde ich sehr interessant. Herr Ja, Höfner, ich gehen Sie weiß nicht. damit? Herr Höfner? Ist er noch da? Ich frage, ja, er gibt was ein, ob er mitgeht. Er lebt noch. Sehr nett. Ja, ich wollte das nicht unterbrechen. Ist die Frage, ob wir das schon hier haben auf der Karte? Also wir können ruhig weiter diskutieren. Ich wollte das nicht abwürgen. Vielleicht nehme ich hier mal die Kästen weg, dann haben wir da mehr Platz. Leider nicht, wieder nicht. Das haben wir Was schon. wir hier natürlich an der Grenze zu Frankreich auch wieder gemerkt haben, wie grenzüberschreitend da auch agiert wird und gearbeitet wird, also wie abhängig da Länder schon voneinander sind, gerade so grenznah, Ja, und das, da läuft ja ja. nicht mehr bei ganz vielen Unternehmen. Das macht ja insgesamt, Sie haben jetzt ein Kernwort gesagt. Also uns wird ja bewusst, in welchen Abhängigkeiten wir eigentlich leben. Ja, vorher hat alles funktioniert, dass sich kein Mensch über Abhängigkeit, da war eigentlich so, ja, wir sind ja frei.
Und das war so also das größte Wort, was eigentlich uns beflügelt hat. Aber jetzt sehen wir, dass wir in krassen Abhängigkeiten leben. Und hier an der Grenze zu Frankreich sieht man halt, okay, die Abhängigkeiten sind da, man versucht sie auch zu nutzen. Aber für jeden von uns wird ja deutlich, in welchen Abhängigkeiten wir eigentlich leben. Genau, also wie ist halt eben die Versorgung auch gesichert einer Region, ne? Also wenn ich da jetzt Milch von China importieren muss und was ist eigentlich notwendig? Ja, Also die genau. Notwendigkeit. Ja, vielleicht, dass wir die ganzen Kernwörter da noch drauf schreiben. Und Herr Höffle schreibt hier, es gibt aber auch noch die große Angst, wie ist das Geld gesichert? Ja, klar. Ja. Genau. Und kommt es zu einem Finanzcrash, können wir in unserem Wohlstand noch garantieren, wann wir lange Zeit die Wirtschaft, wie lange kann man die Wirtschaft abstellen, so wie wir ja gewohnt sind, eigentlich zu wirtschaften und in welchem Gefüge wir auch quasi jetzt leben, also vorher leben. Das heißt, Finanzcrash gehört hier auch noch irgendwo rein. Und wir sind ja da auch länderabhängig. Also wie gesagt, es ist ja eine europäische Gemeinschaft und die Europäische Zentralbank regiert ja da hier unseren Finanzmarkt im Endeffekt. Und da sind wir ja auch wieder in Abhängigkeiten drin, ne? Ja, klar. Ich würde das wirklich hier gerne wegmachen. Macht er doch, jetzt hat er es gemacht. Sehr schön. Das schaffen wir uns ein bisschen Platz, wenn ich die Rahmen wegkriege. Sie dürfen ruhig weiter diskutieren. Ich bin auch nicht hier. Ich bin eigentlich Teil also unter Ihnen. Ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt außen vor ist oder das hier irgendwie. Ich wollte nur uns Platz schaffen mit diesen Rahmen. Also Sie können ruhig weiter diskutieren. Denken Sie mal weiter nach in Richtung Abhängigkeiten, was Ihnen da alles noch kommt. Also es müsste jetzt eigentlich jedem bewusst geworden sein, dass wir halt eben Grundbedürfnisse anders absichern müssen. Dann schreiben Sie das mal hin. Und nicht, also komplett die Ja. Grundbedürfnisse. Ja, hier kommt nochmal, zerbricht der Euro, die EU, also Zerbrechen von Gemeinschaften, politischen, monetären Gemeinschaften. Und dann wäre hier noch die Globalisierung, haben wir schon drin. Was könnte man da nochmal, Rückbesinnung auf die eigenen Qualitäten, also das Nationale wird wirklich stärker wieder werden, die Rückbesinnung darauf. Schreib's mal so hin. Können wir vielleicht den Zusammenhalt, ich weiß nicht, wir hatten das geschrieben mit Zusammenhalt so hingeschrieben. Ah, ich habe das Können geschrieben. wir das vielleicht auch, sagen wir mal, so mit in die gleichen Buchstaben schreiben, weil uns das auch Ja, sehr viel Platz wegnimmt, nur aus Platzgründen. Ich gucke mal, ob ich das überhaupt hinkriege. Wahrscheinlich muss man das einzeln machen, genau. Dass Sie vielleicht Zusammenhalt nochmal woanders hinschreiben. So langsam arbeite ich mich vor. Sie dürfen ruhig weiter diskutieren. Das Kernwort, was jetzt momentan drin, also sagen wir mal, als Diskussionsgrundlage ist Abhängigkeit. Abhängigkeit des Einzelnen, Abhängigkeit des Staats, Abhängigkeiten von Gemeinschaften. Von Finanzmärkten, von Gesetzen. Ja. Und das wird jetzt dem Einzelnen bewusst. Vorher war das alles ja, don't change the running system. Also es läuft ja alles. Warum sollen wir uns Gedanken machen? No. Solange ich das hier, jetzt habe ich es. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz.
Wie geht es um ihr eigenes Erleben? Also um ihre Person? Wie erleben Sie das? Wie empfinden Sie das? Man fühlt sich natürlich jetzt schon ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass man nicht rausgehen darf oder eben nur sehr begrenzt. Aber ich finde auch, dass es sehr viele Möglichkeiten bietet, dass man sich Gedanken machen kann über sein Leben im Allgemeinen, was man machen möchte und womit man seinen Tag verbringt, also mit was man seine Zeit füllt. Also ich fühle mich nicht so eingeschlossen, abhängig. Ich habe das schon eh freiwillig gewählt, dieses Homeoffice. Ich kann ja auch raus. Ich bin auch da nicht so ein ängstlicher Mensch. Ich sehe eigentlich da wirklich Chancen drin in der ganzen Geschichte hier. Natürlich auch mit dem Finanzkrieg. Das sind alles Themen, die werden kommen, mit Sicherheit, da bin ich mir sicher. Aber für mich ist es nochmal die Reduktion auf das Wesentliche, dass das wieder richtig bewusst wird. Was brauche ich eigentlich im Leben? Also macht mit mir was. Was brauche ich überhaupt? Und das hat ja auch Auswirkungen auf die Globalisierung, ne? Was brauche ich überhaupt? Also brauchen wir überhaupt so viel? Gerade wenn jetzt so einige Unternehmen auch echt den Bach runtergehen, vielleicht weil sie schon gar nicht mehr so gut aufgestellt waren. Wie das vielleicht aussah, vielleicht werden sich da auch ganz neue Formen ergeben. Das finde ich im Moment dann eigentlich so traurig, wie es das ist, aber auch total spannend, was da sich gerade entgibt und wie viel Kreativität da freigesetzt wird. Das ist Wahnsinn, Bitte? wenn man das so, wie viel Kreativität freigesetzt wird, wie viele Ideen auf einmal dann so im Umfeld, auch im häuslichen, im regionalen Umfeld da im Moment freigesetzt werden, sage ich mal. Jeder schaut ja noch, dass er sein Essen an den Mann bekommt, ne? Oder noch irgendwo sein Geschäft aufrechterhält. Das ist interessant. Ja. Ja, der Herr Höfter schreibt jetzt gerade, der Markt regelt sich selbst, schlechte Unternehmen entfernen sich. Ja, das ist halt ein riesengroßer evolutionärer Anpassungsprozess. Ja, und da ist letztendlich der Anpassungsfähige, der hier überlebt. Und das können wir, das ist evolutionär, nicht der Stärkere überlebt, sondern der Anpassungsfähigste überlebt. Und damit gibt es eine Form von Selbstselektion hier in dieser Sache. Ist die Frage, ob wir dieses Thema schon drin haben? So, die Marktregulierung über Selbstselektion vielleicht. Das ist zwar ein bisschen krass an, ist Chancen, aber so. Risiko hatten wir drin. Ja, genau. Ja. Ja, gehen Sie die einzelnen Begriffe doch mal durch, ob Ihnen noch was einfällt zu dem einzelnen Begriff. Jetzt bräuchten wir ja schon richtig, sagen wir mal, fast eine Tapete, ne? Ja. Also, dass Werte wieder wichtig geworden sind. Also, Wertschätzung haben wir ja von Berufen, aber Werte, wenn ich jetzt den Chef von Trigema da hole, der diese 100.000 Masken hier genäht hat, ne? Also, ja, also Werte sind schon sichtbar geworden für mich. Ja, Herr Höfner schreibt auch noch Potenzialentfaltung. Also jeder hat jetzt die Chance, sozusagen sich selber zu fragen, wie er weitermachen möchte und kann natürlich auch gucken, was hat er denn bis jetzt gemacht und ob er sich selbst neu erfindet. Also auch das ist ein kreativer Akt, der jetzt momentan passiert, weil ja die Sache, also alle Bereiche, es gibt keinen Bereich, die Sache nicht berührt. Also von daher sagen wir mal, ist das wirklich dieses eigene Potenzial. Ich muss mir natürlich dessen erstmal bewusst sein, aber dann kann ich das hier noch mal in einer ganz anderen Form entfalten. Hinten raus. Aber ich glaube, in dem Stadium sind wir noch nicht. Da kommen wir erst hin, dass die Ja, Leute da mal drüber nach. ich möchte jetzt gleich, also wenn wir das hier, sagen wir mal, einigermaßen fertig haben, möchte ich mit Ihnen mal ein Gedankenexperiment machen.
Weil das ist ja alles Erlebensebene und das Erleben bestimmt ja das Verhalten. Also ich kann eine ganze Menge erleben, sagen wir mal das, was ich wahrnehme, wie ich darüber denke, was ich fühle und da spielen diese semantischen Netzwerke, sprich all das, was in den Hirnen der Leute jetzt ist, hier exemplarisch, wie sie sich jetzt hier reingegeben haben, sozusagen, sie haben ja jetzt mal ihr Hirn geöffnet und das verschriftlicht, was alles drin ist. Und damit kann ich eigentlich weiterarbeiten. Ja, und ich würde jetzt nicht sagen, dass das allumfassend ist, aber es ist schon eine ganz schöne Menge für, sagen wir mal, jetzt waren Sie vielleicht nur gute 35 Minuten dabei, wenn wir das 5 Stunden machen würden, wie man das manchmal macht, genau in solchen Krisensituationen. Ich glaube, dann werden wir noch viel, viel mehr Begrifflichkeiten haben. Also wenn wir Mindmap gemacht hätten und hätten das hier auf bestimmte Bereiche ausgedehnt, Familie, Job etc., dann hätten wir das noch weiter treiben können, ne? Ja, Sie können das von mir aus auch noch machen. Also unten steht ja Familie, da können Sie ja noch mal was hinschreiben. Das heißt, mit dem semantischen Netzwerk gebe ich erstmal alle Begriffe rein, die ich damit überhaupt irgendwie in Verbindung bringe. Und diese Begriffe, die könnte man jetzt, das ist aber zu klein hier, dass wir die jetzt mit Strichen oder so machen. Wenn wir eine Metaplanwand hätten, wo man die anheftet, im Realen sieht das natürlich anders aus. Da könnte man die jetzt alle umheften, ja? Dann könnten wir die sozusagen. Sie könnten ja auch Dinge umranden, wo Sie sagen, das sind die Hauptbegriffe jetzt. Oder Sie geben bei Familie noch mal was ein. Da war ja vorhin Besuchen oder der Wert der Familie wird noch größer. Den haben wir natürlich durch Work-Life-Balance auch schon ziemlich groß, aber der wird noch größer. Also ich habe das hier mit der Fremdbestimmung mal noch eingeschrieben, weil also ich habe jetzt zum Beispiel die Vollmacht für meine Mutter ja entzogen bekommen. Die darf ich nicht mehr besuchen im Seniorenheim. Ne? Das ist ja so unter familiären Aspekten auch was ganz Dramatisches. Ne? Ja, ganz bestimmt. Deshalb diese Fremdbestimmung schmeckt mir da nicht so, Ja. wo sie notwendig ist. Ja. Ja. Ja, haben wir doch was. Oder würden Sie sagen, okay, das ist es jetzt erstmal? Dann lade ich Sie in den nächsten Schritt ein. Das, denke ich, machen wir eher auf einer Diskussionsbasis. Sie denken jetzt mal an den letzten Herbst. Beispielhaft, Sie sitzen in einem Café, lassen die Gedanken schweifen an einem zentralen Platz Ihrer Stadt, Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingscafé und warten auf Freunde. Und das betrachten Sie aus heutiger Brille. Was passiert? Sie die Aufgabenstellung verstanden? Genau, Also. nicht sicher, ob ich weiß, worauf Sie hinaus möchten. Aber ich würde sagen, dass man vielleicht hauptsächlich damit beschäftigt ist, auf die Freunde zu warten, als dass man sonst irgendwas anderes wahrnimmt oder vielleicht nicht so genießt, dass man da jetzt sitzt, sondern hauptsächlich wartet. Für mich ist die Frage, warte ich überhaupt, darf ich das denn überhaupt aus heutiger Sicht? Ja. Ist denn jetzt ist das jetzt alles aufgehoben, was jetzt gültig ist? Genau. Also, Und was macht das bei Ihnen im Gehirn? ja klar, das schränkt mich ja schon ein. Ne? Das raubt mir ja Möglichkeiten. Ich würde jetzt Schränkt das wirklich ein oder erweitert das? Das ist natürlich der Blickwinkel. Es ist ja die Frage, ich sitze ja noch nicht dort. Ich würde mich ja erstmal fragen, sitze ich da überhaupt, ne? Weil ich mache erst Situationsanalyse. Aus heutiger Sicht, wenn diese Ausgangssperre ja nicht aufgehoben wird, habe ich vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten,
nicht zutreffen. Ja, das wäre auf dem Operationalen. Ich gehe jetzt hier auf die Werteebene, ne? Also ich möchte eigentlich die Werte mit Ihnen ausarbeiten. Was tut sich da eigentlich auf der Erlebensebene? Wenn also ich nutze jetzt eine Methode eigentlich aus der Trendforschung, nur um Ihnen das klarzumachen. Bei der Trendforschung, niemand kann heute sagen, was morgen passiert. Also kann ich in die Zukunft gar nicht gehen. Viele fragen aber danach, was morgen passiert. Wir haben aber keine Antwort darauf. Und wenn ich in die Trendforschung reingehe, dann gucke ich mir an, was war in der Vergangenheit? Was haben wir für wichtig erklärt in der Vergangenheit? Sprich, letzten Herbst. Was waren da wichtige, Herbst, Winter vielleicht auch noch? Was waren wichtige Ereignisse? Was waren freudige Ereignisse? Was waren sinnstiftende Ereignisse? Was waren erfüllende Ereignisse? Da würden wir jetzt genauso mit so einer Sammlung anfangen. Von mir aus können wir das auch gerne machen. Ich mache eine Seite 2. Also jetzt geht es darum, zu überdenken. Okay, letztes Jahr, Herbst, Winter. Was waren für mich freudige Ereignisse? Was waren für mich sinnstiftende Ereignisse? Was waren für mich erfüllende Ereignisse? Was ist in meinem Leben passiert? In der Vergangenheit. Was sollen wir jetzt hier sagen? Ja, das können Sie auch wieder hier aufschreiben, wenn Sie wollen. Also das geht dann weiter. Genau das sollen Sie sagen. Zeichnet es wieder. Genau. Das heißt, Sie saßen im Café. Ich habe das nur beispielhaft angeführt. Sie saßen im Café, haben leckeren Cappuccino in der Sonne geschlürft, haben gesehen, wie die Also ich habe Gesichter mich voriges Jahr hochgucken. mit 5 Coaches getroffen in einem schönen Hotel. Ja, schreiben Sie das doch mal alles auf. Austausch. Versuche es mal hier rüber zu schieben, damit wir es alle sehen. Grüße, Herr Hahn. Sie können ruhig sprechen. Es geht darum, was Sie letzten Herbst, letzten Winter genossen haben, und das dürfen Sie hier gerne aufs Whiteboard schreiben. Was Sie da alles gemacht haben, was Sie so im Herbst, im Winter, außergewöhnliche, gute für Sie, positive Ereignisse, was Ihnen Spaß gemacht hat, was von Nachhaltigkeit war. Ganz schwierig, dich zu erinnern, ohne Fotos. Versuchen Sie es mal, sonst können Sie auf Smartphone die Fotos noch hochholen. Nee, hätte ich auf dem PC, aber ich muss das Gehirn noch ein bisschen anstrengen. Ja. Okay. Vielleicht haben die anderen auch noch Ideen hier. Natur haben wir schon. Ich ziehe es nur ein bisschen auseinander, was möglich ist. Sport haben wir, Rundfahrt durchs Saarland, Weihnachtsfeier gestaltet, ausverkauft, Freunde getroffen, nehme ich mal Urlaub, Kanarische Inseln. Geburtstagsparty.
Stadt nach Hamburg. Ist gut. Stress mich Ja, nicht. die werden alle dicht machen, hier die Busreiseveranstalter. Ja, bei uns ist schon fertig. Für den Sind Saarland. alle schlicht. Flixbus, mein Jede Fernbus, fährt getroffen. nicht mehr. Nee, ne? Nee. Und ich meine, wenn man jetzt, vielleicht wollen Sie ja noch was, Ja. also positive Ereignisse. Ja, gut. Paketdienstleister, der Stress damit, den haben wir eigentlich landläufig, ob mit oder ohne Corona. Es gibt ein paar Dienste, das ist nicht so ganz einfach. Manche laut funktionieren, aber super klasse, toll, da kann man gar nichts sagen. Ja, Aufträge für 2020, ganz genau. Ja. Ja, aber eine ganze Menge Sachen, ja. Und wenn Sie jetzt hier denken, okay, diese Sachen größtenteils, vielleicht nicht alle, sind ja in ihrer Bewertung positiv. Das heißt, das sind positive Erlebnisse. Stimmt's? Und wir wollen auch in Zukunft positive Erlebnisse haben. Stimmt's? Tragende Erlebnisse. Ja. Ja, und wie müsste ich jetzt hier die Aktivitäten verändern, dass ich selbstgesteuert, selbstbestimmt eigentlich sagen kann, hier ist Gestaltungspotenzial, dass ich sie für mich in Zukunft positive gestalte. Genauso wie ich es vorher erlebt habe. Wie muss der Kopf sich drehen, wenn ich das aber aufrechterhalten habe? Das muss ich ja drehen, den Kopf jetzt. Wie kann ich mir jetzt im Hier und Jetzt trotzdem daraus ein positives Erlebnis schaffen? Aus der Vergangenheit. Ja, aus der Vergangenheit habe ich ja das Gefühl, das war eine super Ja. Sache, das hat mir richtig gut gefallen und das habe ich auch positiv abgespeichert und solche positiv abgespeicherte, rein auf der Erlebensebene, solche positiv abgespeicherte Sachen möchte ich in Zukunft natürlich auch erleben. Und jetzt frage ich mich, Ja. wo und wie habe ich das selber in der Hand, solche Dinge zu erleben? Ich muss den Kopf jetzt drehen. Das heißt, das Erlebnis will ich nochmal haben, weil meistens, wenn man was Positives erlebt hat, will man das nochmal haben, man will das wiederholen. Und jetzt sind ja ein paar Beschränkungen da drin, weil die Beschränkungen, die haben wir alle schon auf Seite 1. Okay? Jetzt muss ich mir überlegen, wie komme ich jetzt hier sozusagen hin, dass ich mir diese Gefühle, meine Gefühle quasi selbstbestimmt auch in Zeiten der Krise durchaus fühlen kann oder erleben kann. Also über die Erinnerung, indem ich mir jetzt einfach mal Fotos anschaue von der Geschichte. Zum Beispiel. Ja, und Ja. dann die Fotos auch wirken lasse und sagen, okay, was sind denn die tragenden Elemente bei diesen Fotos? Was waren eigentlich die tragenden Elemente? Wir sind ja hier relativ, wenn ich sage, Urlaub an der Nordsee. Ja, gut, das kann man ja viel, viel weiter runterbrechen. Das heißt, ich muss das in Allzeit, war das Essen lecker, war ein besonderer Sonnenuntergang dabei, haben wir eine Strandwanderung gemacht, wie war das mit Ebbe War und Flut, habe ich Leute getroffen dabei, und wie auch immer, wie habe ich den Urlaub überhaupt gebucht, wie lang war der Urlaub und, und. Also ich muss eine Geschichte darüber erzählen können, Ja, ne? ganz genau. Sie machen eigentlich zu diesen Begriffen jetzt Storytelling. Und dann gucken Sie mal, was Sie da erleben in diesem Storytelling. Was Ja. fühlen Sie? Und wenn Sie die Geschichte zu Ende erzählt haben, dann übertragen Sie Ihre Gefühle in das Heutige und gucken, wo Sie sich genau die gleichen Gefühle wieder herholen können. Ich kann natürlich die Fotos, aber ich würde hier viel, viel tiefer reingehen. Das heißt, Weihnachtsfeier gestalten. Was war das denn? Wer war denn an der Nordsee letztes Jahr?
Wer war an der Nordsee? Ich mache das ja eigentlich schon auf meine Art. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel, also auf dieser Busreise war ich mit der Freundin auf dem Weihnachtsmarkt. Da ging es ja darum. Es ging ja um die Gesellschaft. Es ging gar nicht so um den Weihnachtsmarkt. Es ist ja fast einer wie der andere. Es ging um die Gesellschaft, den Austausch, beieinander sein, miteinander reden. Das war ja der Kern der ganzen Geschichte, ne? Ja, und jetzt, wenn Sie Corona haben, dann wird auf einmal dieser Austausch ganz deutlich vor Ihren Augen. Und als Sie auf dem Weihnachtsmarkt waren, vielleicht war das auch mit, aber das Ganze drumherum war vielleicht auch die Atmosphäre des Weihnachtsmarkts. Das Ja, heißt, wenn klar. wir jetzt die Sachen betrachten aus der Perspektive, was weiß ich, mit den Veränderungen von eben halt einer Woche Ereignisse Schlag auf Schlag, kriegen die Dinge, die wir hier eigentlich erlebt haben, in unserer Vergangenheit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und darauf kommt es eigentlich an. Dass ich diese Bedeutung mit nach vorne nehme, dann kann ich sagen, in der Zukunft will ich darauf auf keinen Fall verzichten. Und dann muss ich Genau. einen Weg wählen, wo ich mir das bei allen Restriktionen, wo ich mir das herstellen kann. Und welche Ja, Möglichkeiten habe ich da? Das heißt, auf der Erlebensebene ist ganz, ganz wichtig, diesen Schritt der Bedeutung zu machen, der Umdeutung eigentlich zu machen, weil ich kann es in der Form und ich werde es auch in der Form, wie ich es schon erlebt habe, nicht wiederholen können. Ich muss also hier eine Umdeutung machen und vielleicht auch eine Selektion, was ist für mich wirklich zentral? Und dann kann ich damit in die Zukunft schauen. Weil da hätte ich ja jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten. Zum Beispiel. also hier geht es ja um die Gesellschaft, um den Austausch und das Miteinander. Das kann ich mir auch online holen. Dann gehe ich Richtig. ins Zoom, dann mache ich mir einen schönen Raum ein. Das habe ich gestern gemacht. Ich habe einen Kaffee aufgemacht gestern in Zoom und habe mir Leute eingeladen, einfach so zum Reden, weil es ja im Moment anders nicht geht. Und die Stimmung war dann auch dementsprechend wie in einem Café, ne? Und das war ja der Kern, die Kommunikation. Genau. Und vielleicht haben noch andere gute Möglichkeiten und das kann ich auch in Zukunft weiter so führen. Also muss ich im Grunde genommen keine Angst haben, was kommt morgen, sondern zunächst einmal kann ich das auch so weiterführen. Vielleicht auch hat noch jemand eine Idee, was wirklich tragend und zentral ist. Die Natur letztendlich ist uns ja nicht gekappt. Zum Beispiel. Da ist ja gar keine Grenze drin. Ich kann in der Natur spazieren gehen, so lange wie ich will. Ja. Aber noch ein anderes Hört man mich Beispiel. eigentlich, liebe Frau Böhmke? Ja, Sie können gerne was sagen, Herr Hahn. Ich höre Ja, Sie. wenn ich Ja, darf, weil ja, sagt, gerne. wie macht man das? Ich glaube, dass es das sehr individuell einfach ist. Manche Leute können besser damit umgehen, manche weniger gut damit und es ist trotzdem für die meisten Leute einfach eine neue Situation. Und ich bin ein Mensch, der immer daheim arbeitet und für mich ist es letztlich momentan nicht viel anders als früher und trotzdem brauche ich natürlich einen strukturierten Tagesablauf, den ich mir seit 10 Jahren versucht habe anzueignen. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Ich denke, Entschuldigung, ich bin zu spät dazugekommen. Ich weiß nicht, was vorher schon gesagt wurde. Aber es ist natürlich eine ganz schwierige Situation für viele Personen. Aber ich glaube, man kann sich's auch daheim sehr gut machen, wenn man einfach für sich selber strukturiert denkt und seinen Arbeitsablauf, seinen auch normalen Putzablauf hat, seinen Einkaufsablauf, der ja immer noch möglich ist und da einfach gewisse Zeiten auch setzen. Das hört sich jetzt vielleicht alles sehr, sehr, ja, sehr leicht an, aber ich glaube, anders geht es momentan auch gar nicht. Ja gut, Herr Hahn, also der erste Ansatz ist auf jeden Fall hier sehr individuell, weil es geht um das individuelle Erleben und
da aus dem individuellen Erleben wir momentan keine Möglichkeit haben zu sagen, was passiert morgen, gehe ich mit der Sache eigentlich ganz, ganz anders um. Das heißt, ich gucke meine Erlebnisse und das war das, was hier aufgetragen wurde. Vorher hatten wir unser semantisches Netzwerk bezüglich allen Problemen, die wir momentan haben, mit denen wir konfrontiert sind. Und wie kann ich jetzt damit umgehen, indem ich eben halt mich zurückbesinne? Und zwar gucke ich nicht nach vorne, sondern ich gucke erstmal in die Vergangenheit. Was war denn da alles? Was war für mich ganz zentral? Und ich kann mit der Corona-Brille jetzt da rausfinden, was ist wirklich wichtig und wesentlich für mich. Und dann kann ich sagen, okay, mit diesem, wenn ich das rausgefiltert habe, an einzelnen Ereignissen, an die ich mich sehr gut erinnere und sage, darauf will ich auf keinen Fall verzichten, dann kann ich das nach vorne bringen und zwar morgen schon. Damit, mit dieser Brille kann ich nach vorne gucken, dass ich sage, das ist für mich zentral, das möchte ich für mich so gestalten. Und dann sind wir ganz weit weg vor diesen ganzen Geschichten, die wir hier doch auch vieles im Negativen von Krieg, von Panik, von Ängsten. Und ich kann meine Zukunft, auch wenn die Frage, die Ihnen keiner beantworten kann, man kann die Zukunft nicht vorwegnehmen, aber ich kann die Zukunft gestalten aus der Vergangenheit heraus. Und das ist eigentlich eine Methode, die man hier nimmt aus der Trendanalyse. Im Trend, also Trendbusiness, wenn ich Trends vorhersagen möchte oder so, dann bin ich immer in der Vergangenheit und analysiere die Vergangenheit und dann mache ich daraus den nächsten Schritt. Das ist das, was ich jetzt hier angewandt habe. Und weiß jetzt nicht, Sie werden ja vielleicht an diesen Zusammentragen auch interessiert. Dann mache ich das, baue ich das in die Präsentation rein und mache jetzt mal gerade Screenshots davon. Dann kann ich die speichern. Hier ist eben die Frage, ob wir uns da noch ein bisschen unterhalten wollen oder ob ich schon einen Schritt weitergehe. Wie sieht's aus? Ich wollte dem aber auch auf keinen Fall widersprechen, liebe Frau Bönke. Mir ging es eigentlich mehr um das, dass ich sage, eigentlich auf das aufbaue, was Sie jetzt gerade sagen, auf der Vergangenheit, aber mit dem einfach versuchen, den Moment zu gestalten. Das wollte ich einfach damit sagen. Ganz genau, ganz Es geht genau. letztlich gerade nur um den Moment. Es geht nur um den Moment und es geht um die eigene Erfahrung und auf der eigenen Erfahrung, in die eigene Erfahrung, das Vertrauen hineinzulegen, was ich jetzt in der Zukunft nicht so habe und das aber daraus zu schöpfen und zu sagen, daran mache ich das Prinzip der kleinen Schritte und gucke, wo mein nächster Schritt ist, mit dem ich genau weiß, wo setze ich meine Prämissen, wo setze ich meine, wo sind meine Wichtigkeiten, meine Wesentlichkeiten und wo ist auch meine Freude, die ich mir nicht nehmen lassen möchte. Ganz egal, wo ich jetzt gerade bin oder wie wir jetzt gerade sind. Wir müssen uns die Freude nicht nehmen lassen. Wir können Freude uns produzieren. Psychologisch betrachtet bedeutet Freude Einfluss auf Mittel und Ziele. Dann konzentriere ich mich eben auf all das, wo ich Einfluss habe und weniger auf das. Das war jetzt hier auch schon ein Beitrag auch von Herrn Höppner, wo ich Einfluss habe, wo ich gestalterisch unterwegs sein kann. Finde ich ganz toll, Brigitte. Ich möchte nächstes Mal auch bei dir zum Kaffeeklatsch, bitte. Lad mich ein. Ich warte schon auf sowas. Hab's aber selber noch nicht auf die Beine gestellt. Würde aber gerne dazu stoßen. Herr Höfler meinte auch hier, ich ernähre mich so, dass mein Immunsystem gestärkt ist und ich nicht mit den Regeln des Staates in Konflikt komme. Ja, genau so. Also, sagen wir mal, Rahmen haben wir immer. Denken wir mal an Kant auch, Kantschen Imperativ, es gibt keine Freiheit ohne Bindung. Und Bindung meint immer diesen Rahmen eigentlich, den wir haben. Momentan ist der Rahmen ein bisschen enger, aber das Netz ist riesengigantisch groß und wir kommen auf so viele neue Ideen und da verlassen sich einfach. Nicht zu sagen, ich lehne mich zurück, warte mal, bis das Ganze vorbei ist. Ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatz ist, sondern es passiert im alltäglichen so viel Kreativität, dass ich Sachen neu kombiniere und zu einer ganz anderen Lösung komme. Genau. Gibt es noch Beiträge von Ihnen dazu? Ich speichere das auch ab. Dann haben wir das. Dann kann ich das in die Präsentation, wenn Sie die haben wollen, nachher mit einbauen.
Im Chat hat noch jemand eine Frage gestellt. Ja, gegebenenfalls. Ja, jemand hat sich zu Wort gemeldet. Sie können eigentlich einfach sprechen. -1. Ja? Okay, ist das, jetzt funktioniert es, genau. Ja, genau. Mich hätte das eben wirklich interessiert, wie das Viktor Frankl konkret gemacht hat, weil er war ja in einer sehr schwierigen Situation damals im Konzentrationslager und hat trotzdem eben seine Lebensfreude nicht verloren. Ich weiß zwar, dass die Methode war, hat sich darauf konzentriert, dass wenn er herauskommt, über seine Erlebnisse erzählen wird und eine große Rede halten wird, aber ich meine jetzt in der Situation, wie er damals war, was hat er da konkret machen können? Wissen Sie da ein bisschen genauer Bescheid? Also es wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wüsste Bescheid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich kann das schon googeln. Ich bin auch mit seinen Geschichten schon konfrontiert gewesen, aber im Endeffekt ist es sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Und ich habe mich auch eine Zeit lang sehr, sehr darüber beschäftigt, wie Leute in schwierigen Situationen überleben. Und das interessiert mich immer noch. Ich glaube, dass sie bestimmte Strategien an den Tag gelegt haben, dass sie angefangen haben, im Positiven zum Beispiel zu träumen. Also Tagträumereien. Sowas hält einen auch, nicht ausschließlich, aber dass man eine Vision hat, dass man ein eigenes Projekt hat. Wichtig ist immer dieser Einfluss auf Mittel und Ziele. Und wenn die mir so gekappt sind, dass ich keine mehr habe, dann fängt der Geist an, quasi seine Grenzen aufzulösen, die mentalen Grenzen aufzulösen und im Mentalen dann das zu konstruieren, was ihm lieb ist, was er gerne haben möchte. Also, was er auch genießen kann. Das kann ich mit Bildern machen, da kann ich Hunde-Kopf-Kino machen. Also, da habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin der Meinung, dass viele Leute genau das einsetzen, die harte Situationen überleben, die akzeptieren das. Also wenn man die Resilienz nochmal hierher nimmt, ist erstmal die Akzeptanz von dem, was ist, aber auch zu sagen, ich kann es mental bei mir zumindest beeinflussen. Ich kann mir meine mentale Stärke, meine mentale Weite selber ermöglichen. Weil wer sagt mir nein? Die Gedanken sind frei und wir haben alle Möglichkeiten, gedanklich sozusagen auch Dinge zu steuern und auch zu genießen. Genau. Genau. Die Synapsen werden neu sortiert. Da können Sie sich drauf vorgehen. Und das ist das Ganze, was ich eigentlich jetzt hier im Workshop auch machen wollte oder auch mit Ihnen gemacht habe. Ich habe Ihnen eine Anregung gegeben, wie Sie Ihre neuronalen Netzwerke in Ihrem Hirn, weil das, was wir eins gemacht haben, da ist das Hirn da. Und was wir in zwei gemacht haben, ist das Hirn auch da. Und da eine Verbindung reinzusetzen, damit eins uns nicht erschlägt. Ja, da habe ich schon viele Möglichkeiten bei zwei zu sagen, ja, okay, ich trainiere das jetzt hier und damit gibt es einen Paradigmenwechsel im Gehirn und damit gibt es im Gehirn neue neuronale Netzwerke und das ist die Voraussetzung eigentlich für Veränderungen und das kann jeder mit sich selber machen, rein auf der Lebensebene. Wenn man natürlich dann auch noch Leute findet, die begeistert sind und im Austausch darüber oder man das so ein bisschen angeleitet bekommt oder sich im Netz dadurch auch anregen lässt, ist das eine ganz tolle Geschichte und ich habe zum Abschluss jetzt für Sie auch noch eine Anregung diesbezüglich. Das haben wir gemacht. Hier aus diesem Link von dem Matthias Hawks. Wer hat denn schon von dem gehört? Ja, Er klar. hat diese Woche so einen tollen Artikel geschrieben, ne? Ja. Ganz genau. Und da geht es genau in dem Artikel genau um das, was wir jetzt hier eigentlich im Workshop mal versucht haben, ansatzweise umzusetzen. Ja, die Chance aus unserem bisher Gelebten und daraus die Chance des Moments zu kreieren. Und dann werden mich Zukunftsvisionen oder Zukunft, die ich nicht bestimmen kann im Moment, nicht mehr erschlagen.
Und ich denke, dass alle anderen, die für die Zukunft, sagen wir mal, sowieso versuchen, da was rauszufinden, keinen anderen Weg wählen, als wie er vorschlägt. Ja, das war jetzt sozusagen mein kleiner Workshop. Ich hoffe, ich konnte eine Anregung Ihnen geben im Umgang mit den Dingen momentan. Sie tun es ja zum großen Teil, aber dass ich nochmal auch deutlich machen konnte, was steckt eigentlich dahinter.